dass bei dem schrecklichen Krieg in der Ukraine von Wladimir Putin jetzt ernsthaft mit atomarer Gewalt gedroht wird, ist eine neue Eskalation, die mich schlicht sprachlos macht. Was mir in dieser Zeit Halt gibt, sind die Gebete der Mütter und Väter unseres Glaubens, von Menschen, die auch in anderen Zeiten bei Gott ihre Zuflucht gesucht haben, wie etwa das Gebet von Franz von Assisi. O Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich Liebe übe, wo man sich hasst, dass ich verzeihe, wo man mich beleidigt, dass ich verbinde da, wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage, da, wo Irrtum herrscht, dass ich den Glauben bringe, wo Zweifel ist, dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, dass ich dein Licht anzünde, wo die Finsternis regiert, dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. Gott stärke alle Menschen, die sich jetzt weiter für Frieden engagieren, dafür beten, dafür demonstrieren, und es sei vor allem bei den Menschen in der Ukraine. Amen.